Was geht ab, meine lieben Freunde? C2DMX, Krix am Start und heute habe ich ein neues Video für euch mitgebracht. Und zwar zeige ich euch heute das neue Pegassi Eski Motorrad, welches gestern mit dem Biker DLC erschienen ist. Und nochmal, kurz bevor das Video anfängt, wollten sich der Richard und ich uns für die 5000 Abonnenten bedanken. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich und deswegen auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Und dann würde ich sagen, labern wir auch nicht lange herum und fangen direkt mit dem Video an. Zuerst einmal habe ich mein Handy geöffnet, bin jetzt auf die Legendary Motorsport-Seite gegangen und habe hier mal ein bisschen nachgeschaut, aber das neue Motorrad war hier auf jeden Fall nicht zu finden. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall auf Southern San Andreas Super Autos gehen und hier seht ihr das Motorrad. Dieses Motorrad könnt ihr jetzt auf der Seite für 264.000 GTA-Dollar erwerben. Ich finde den Preis für dieses Motorrad auf jeden Fall ganz angemessen. Das heißt, wenn ihr dieses Motorrad kaufen wollt, gönnt es euch auf jeden Fall. Es lohnt sich. Ich habe mir das Motorrad bestellt, habe ein bisschen gewartet und wie ich finde, sieht das Motorrad ziemlich geil aus. Nun bin ich dann in die Tuning-Werkstatt reingefahren, um zu gucken, ob es dort irgendwelche außergewöhnlichen Tuningsmöglichkeiten gibt. Beim Tuning habe ich aber gemerkt, dass es jetzt keine außergewöhnlichen Tuningmöglichkeiten gibt, aber dass das Motorrad nach dem ganzen Tuning sehr geil aussieht. Im Hintergrund mache ich euch mal die Musik lauter und dann könnt ihr in Ruhe angucken, wie man das Motorrad tunen kann. Nun bin ich auch schon fertig mit dem Motorrad-Tuning. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich lohnt, dieses Motorrad zu kaufen. Es kostet nicht viel, die Tuning-Möglichkeiten sind halt ganz okay, ist jetzt halt nichts Besonderes, aber ich finde es trotzdem richtig geil nach dem Tuning und es ist irgendwie ein bisschen außergewöhnlich, das Motorrad, weil es so ein bisschen kleiner ist als die anderen Motorräder. Deswegen auf jeden Fall nochmal ein Pluspunkt. Jeder hat ja immer unterschiedliche Meinungen bei solchen Sachen, deswegen sag ich schon mal im Großen und Ganzen, dass es sich für mich gelohnt hat, dieses Motorrad zu kaufen. Wenn euch dieses Motorrad nicht gefällt, dann lasst es halt eben. Aber ich meine, es kostet halt nicht so viel und deswegen ist es ja auch nicht so schlimm, dieses Geld in so ein Motorrad zu investieren. Der einzige Nachteil bei diesem Motorrad ist hier auf jeden Fall, dass es vielleicht nicht so schnell wie zum Beispiel das Tronbike oder die Hakucho ist, aber im Gegensatz macht es, finde ich, ganz gute Wheelies. Außerdem ist das Fahrverhalten dieses Motorrad auch sehr gut gelungen, denn man kann sehr schnell um die Kurven fahren und man hat eine sehr gute Lenkung. Und das war's dann jetzt eigentlich auch schon mit dem ganzen Video. Es war mal wieder ein kleineres Video, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, euch dieses Motorrad vorzustellen. Und das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Außerdem, wenn ihr jetzt oben rechts auf unser Profilbild drückt, könnt ihr uns abonnieren. Unten links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos. Die Social Media Links haben wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung gepackt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.